herzlich willkommen zum Yoga gegen Erkältung oder Stärkung des Immunsystems. Ja, es ist der Winter und da ist es wichtig, das Immunsystem richtig gut in Fahrt zu bringen. Und dieses Programm ist ein Kurzprogramm, das kannst du super auch zwischendurch machen. Du brauchst dafür eigentlich nur einen Stuhl, du musst dir noch nicht mal eine Yogamatte ausrollen. Und wir beginnen mit einer kraftvollen Visualisierung. Du reibst als erstes mal deine Hände richtig schön warm. Das regt auch die Handreflexzonen an und bringt Energie. Ah, ja. Und wenn die richtig schön warm sind, dann legst du deine warmen Hände auf den Unterbauch unterhalb des Nabels. Und du kannst für einen Moment die Augen schließen. Lass die Wärme, die Energie in den Unterbauch und lass auch den Atem tief fließen. Bei der Einatmung wölbt sich die Bauchdecke gegen deine Handflächen und ausatmen bewegt sie sich wieder weg. Und dann visualisiere in deinem Unterbauch eine wunderschöne, starke, warme Sommersonne. Ja, vielleicht erinnerst du dich an einen heißen Sommertag und so eine richtig schöne Sommersonne scheint jetzt in deinem Unterbauch. Sie verstrahlt oder strömt ihr Licht und ihre Wärme im Unterbauch. Und sie stärkt ein wichtiges Energiezentrum, das untere Dantien im Unterbauch. Dein ganzer Bauch wird mit Licht, Wärme und Sonnenenergie aufgefüllt. Dann lass die Sonne noch ein bisschen weiter scheinen. Nimm einige tiefe Atemzüge und du kannst die Augen langsam wieder öffnen. Das ist ein tolles Bild, was du immer mal wieder aktivieren kannst. Das untere Dantien, so nennen es die Chinesen, ist ein wichtiges Energiezentrum. Es ist unsere Energiebatterie und stärkt unsere Abwehrkraft. Das heißt, das immer wieder gut zu aktivieren, indem du die Hände auf den Bauch legst, die Aufmerksamkeit dorthin bringst und ein starkes Bild dort visualisiert, hilft dir dein Immunsystem so richtig gut anzukurbeln. Ja, die Atmung ist sowieso sehr entscheidend und deswegen machen wir noch eine wechselseitige Atmung. Auch die stärkt natürlich unsere Atemwege, unsere Lungen und damit auch unsere Abwehrkraft. Und für die wechselseitige Atmung richte dich erstmal richtig gut auf. Guck, dass dein Brustraum schön offen und frei ist. Ja, der Scheitelpunkt strebt wieder nach oben. Die Sitzknochen verwurzeln sich in die Sitzfläche. Und dann legst du deinen rechten Daumen an das rechte Nasenloch und verschließt dein Nasenloch. Die Hände kannst du nach oben bringen. Du kannst dir auch so leicht an die Stirn legen. Und dann atmest du durch dein linkes Nasenloch ein. Verschließ mit Ringfinger und kleinem Finger dein linkes Nasenloch und atme durch dein rechtes Nasenloch aus. Einatmen durch rechts. Mit dem Daumen verschließen, ausatmend links. Einatmen über das linke Nasenloch. Verschließen und ausatmen über das rechte Nasenloch. Das einige Male im Wechsel.
Sehr schön, du atmest natürlich weiter. Das kannst du natürlich auch gerne ausdehnen. Diese Atmung, vielleicht spürst du das auch, bringt dich auch gut runter. Sie entspannt und gleicht unsere Körperhälften, rechte und linke Gehirnhälfte gut aus. Und ich habe jetzt auch gemerkt, ihr solltet vorher die Nase gut geputzt haben, dass ihr gut auch durch die einzelnen Nasenlöcher ein- und ausatmen könnt. Gut, dann wollen wir die Bauchorgane aktivieren. Der Bauch ist auch wichtig für unsere Immunität, habt ihr vielleicht schon gehört. Der Darm ist unser zweites Immunsystem und das können wir super aktivieren mit einer Drehbewegung. Dafür setze ich mich mal so, dass ihr mich von der Seite sehen könnt. Und ihr setzt euch ins vordere Drittel eures Stuhles und richtet euch wieder richtig gut auf, verwurzelt euch von den Sitzknochen und der Scheitelpunkt strebt wieder nach oben. Und dann dreht ihr euch mit der Ausatmung nach rechts auf. Und ihr könnt, ich setze mich noch mal ein bisschen weiter nach vorne, merke ich gerade, und ihr könnt hier die Hand hinfassen, die linke Hand an die Außenseite des Knies oder auf den Stuhlrand, schaut, wie es für euch angenehm ist. Und ihr könnt euch hier noch mal so ein bisschen rüberziehen. Wichtig ist, dass ihr ganz aufgerichtet bleibt und hier dehnt euch ausatmend rüber. Könnt den Kopf mitnehmen, schaut nach rechts rüber, bringt noch mal die rechte Schulter nach unten, hinten. Meine Bauchorgane reagieren schon. Und wichtig hier, lasst den Atem tief in den Bauch hinein. Der nächsten Ausatmung drehst du dich wieder zurück, richtest dich wieder gut auf und dann drehst du dich nach links auf. Setzt die rechte Hand an die Außenseite, die linke Hand an die Lehne oder unten auf den Stuhlrand, je nachdem, was du für einen Stuhl hast. Und dann drehst du dich nach links auf. Kannst du mit der Hand dich noch ein bisschen mehr rüberziehen. Die linke Schulter ist nach unten und du kannst den Kopf mit langem Nacken auch über die Seite dehnen. Lass den Atem wieder tief in den Bauchraum hinein. Der nächsten Ausatmung drehst du dich langsam wieder zurück. Sehr gut. Und dann wollen wir, das ist auch ein weiterer Schlüssel, um die Lungen zu stärken, das Immunsystem anzukurbeln, den Brustraum ordentlich dehnen. Und das können wir auch super auf dem Stuhl. Du solltest dafür ein bisschen gepolsterten Stuhl haben oder du nimmst dir jetzt ein Kissen und legst das auf deinen Stuhl. Und dafür drehe ich mich nochmal. Ups. Und ihr setzt euch wieder an den äußeren Rand, an die äußere Kante des Stuhls. Ihr streckt die Beine nach vorne aus und dann legt euch langsam achtsam zurück. Und wenn ihr könnt, könnt ihr die Arme hier noch mitnehmen und die hier beherzt drüber sinken lassen. Wenn dir das unangenehm ist im Nacken, oder auch im Brustbereich, weil es schon eine starke Dehnung ist, kannst du die Hände auch hinter dem Kopf falten. Schau, was für dich angenehm ist. Und dann lass dich hier reinsinken. Ah, du merkst die ganze frontale Faszienbahn, die wird hier wunderbar gedehnt. Bauchraum, Hüftraum, Brustraum, der Brustmuskel. Und lass den Atem tief fließen. Halte so lange, wie es eben möglich ist. Thank you.
dann kannst du die Hände an die Stuhllehne oder seitlich an den Stuhl fassen, ziehst das Kinn zur Brust und kommst langsam nach oben. Ja, das war eine wunderschöne Öffnung des Brustraums. Empfehle ich euch sehr, ist sehr, sehr gut jetzt gerade in der Winterzeit. Ja, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und ein richtig starkes Immunsystem. Tschüss!